Na, das war ja ein zügiger Abgang. Danke. Mein Regiezettel sagt mir, ich soll kurz überleiten, Smart Interfaces. Ja, danke für die Einladung. Danke fürs, große Show-up und ein super Line-up. Es fühlt sich eigentlich ziemlich gut an in Stuttgart. R&T ist jetzt erstmal nicht das, was man so als Architekt klassischerweise denkt, da muss ich hin. Jetzt schon. Und das ist insofern Messe, Baunetz, fantastisch performt. Architektur, Kunst, neue Materialien, Engineering, das werden wir heute sehen. Das sind die Themen und mein Job an der ganzen Sache, das mit dem Fassadenguru nehme ich nicht an, ist durchaus ein Roadmap machen. Und das kommt jetzt als nächstes. Es gibt zwei Schulen, an denen ich tätig bin. Das eine, eine deutsche Hochschule OWL in Detmold. Das zweite, die TU Delft in den Niederlanden. Wie geht das? Ja, ich fahre viel Auto. Das ist nicht so richtig CO2-neutral. Aber mit den schnellen Zügen, das klappt noch nicht. Ich bin ein berüchtigter Schnellredner, das ist so. 95 in 45 Minuten. Es gibt ein Roadmap. Wenn man so anfängt zu forschen, denkt man erstmal, ja, wie muss man das sortieren? Dann guckt man erstmal, wo ist das Wissen, wer weiß was? Wenn man das dann rausgefunden hat, wer was weiß, dann kriegt man auch raus, wo die Lücken sind. Und wenn man die Lücken dann so hat, dann kann man anfangen, an den Lücken aufzufüllen. Das ist meine Funktion als Professor in dem Umfeld. Und was wir gemacht haben, ist minus 10.000 bis plus 2060. Weiter haben wir uns nicht getraut, haben so ein bisschen sortiert, was da so passiert. Und wenn man da anfängt einzusteigen, dann stellt man fest, da gibt es irgendwann so Keypoints, wo sich Entwicklungen verändern. Um 1000 wird das Glas wieder eingesetzt, gibt ein bisschen was Früheres in England, aber um 1000 wird das dann in Europa wieder eingesetzt und schließt die Gebäudehülle, hat sofort einen Einfluss, verändert sofort das Umfeld. Wir sehen die Ölkrise, die ein Einschlag ist, das Bauhaus, die digitale Revolution. Und wenn man das in einzelnen Themen behandelt, dann kann man zum Beispiel dieses Glashaus-Thema, was wir 1850 plus minus in England insbesondere beobachten können, als ein klarer Schwerpunkt der Entwicklung beobachten. Gibt es dann 10, 20 Jahre, wo viel passiert, viel Innovation sich entwickelt, was dann lange abgelebt wird und was man gut benutzen kann. Man kann sowas nochmal feststellen in den 70er, 80ern, die ganze Frogfinger-Geschichte, die ganzen Punkthalter, die ganzen seilverspannten Glasfassaden, die sich bis, gut 2000 eigentlich massiv entwickelt haben. Solche Entwicklungsblasen sind ganz interessant, um sie zu beobachten, um auch daraus zu schließen, was der nächste Punkt. Und dann kommt dieses Thema digitale Revolution. Und das, was ich da skizziert habe, sind erstmal das einfache Triangulieren einer solchen Freifläche, dann das geometrische weitere Aufbereiten dieser Freifläche. Und da sind wir noch nicht ganz angekommen, diese Freiflächen echt aus einem Material als Monolith herzustellen. Das ist dann das, wo es ein bisschen spannend wird. Und da sehen wir dann ein paar von diesen Beispielen mit einer Timeline, wie sowas dann sortiert werden kann mit den Impulsgebern, die dann anfangen. Irgendwann werden die NURBS erfunden, dann kann man sowas im Computer darstellen. Wenn man das darstellen kann, kann man darüber nachdenken, wie man das fabriziert und so weiter und so weiter. Und wenn man das dann anschaut, dann sieht man ganz links eine Freiformform, die trianguliert wird, geht dann weiter, bis wir irgendwann Kunsthaus Graz in der Mitte dazu kommen, dass eine Hülle als Flächenabbild gestellt wird, dahinter eine Tragstruktur ist, dahinter dann eine Innenoberfläche, die diesen Raum darstellt. Und da stellen wir eigentlich fest, das ist eine Evolution in der Konstruktionstiefe. Und gleich hier können wir bei den Liebeskind-Projekten sehen. Das ist dann durchaus spannend, um zu beobachten, wie sich solche Konstruktionen in der Struktur verändern, wie auf einmal das Engineering besser wird und dieses Engineering dann irgendwann diesen Evolutionsprozess vorantreibt. Das ist unser spannendes Spiel, wenn wir als Architekten unterwegs sind. Noch so ein Thema, was wir alle ganz massiv auch hier in Stuttgart mitbekommen haben, ist die ganze Doppelfassadendiskussion, fängt ganz links an mit dem klassischen Kastenfenster, was wir so kennen, was sich dann weiterentwickelt über einfache zweischalige Konstruktionen, etwas komplexere zweischalige Konstruktionen, wo die Luft sehr gezielt geleitet wird, durchgeführt wird, bis hin zu Systemen, die dann mit großen Kaminen in der Gebäudehülle anfangen umzugehen, um die Luft durch dieses Gebäude durchzutreiben, um die Gebäudehülle eigentlich zu einer Funktion zu bringen, die nicht nur wasserdicht, regenabweisend und vielleicht ein Fenster zu öffnen, sondern ganz gezielt das Wohlbefinden der Menschen, die darin sind, steuern soll. Und irgendwann so 2005 hört das dann als Thema ein bisschen auf.
Und dann kommt das Haustechnik integrieren. Wenn wir sowieso schon in die Richtung unterwegs sind, dass die Gebäudehülle anfängt, eine technische Komponente zu sein, die mehr kann außer Gebäudehülle, dann können wir als nächstes feststellen, dann können wir auch anfangen, die Haustechnik zu integrieren. Posthauer in Bonn. Erstmal so ein bisschen grob noch gemacht von der Technologie, von der Konzeption, aber schon sehr klar der Punkt erreicht. Die ganze Haustechnik wird in die Gebäudehülle eingebunden, Lüftungstechnik funktioniert über die Gebäudehülle, was sich dann über eine Anzahl von Produkten, T-Motion, Smartbox, E-Quadrat, Next als System weiterentwickelt und Capricorn in Düsseldorf, da sind wir in der Mitte. Unten diese Blackbox, das ist eigentlich nichts anderes als das, was Sie in Ihrem neuen Auto haben, eine schwarze Kiste, die was kann, die in diese Fassade eingebaut wird und dafür sorgt, dass in die Gebäudehülle nicht nur regenabweisend, wasserdicht, Lüftung, sondern auch die Konditionierung des Innenraums darstellen soll. Evolutionsprozesse, die wir an dieser Stelle sehen können. Und wenn wir das versuchen, globaler zu betrachten und da eine Lösung zu finden, wo es lang geht, dann muss man aus sowas natürlich Trends ableiten und logische Trends, die dann immer nach vorne kommen. Im Moment gar keine Frage, das Energiethema, ganz wesentlich. Wie ist das mit der Performing und wie ist das mit der Embodied Energy, mit der wir umgehen müssen? Materialien, das ist das, was uns Architekten immer sehr interessiert und wo wir auch viel Entwicklung in den letzten Jahren erlebt haben. Adaptation, Anpassbarkeit, wie kann sich ein Gebäude uns gegenüber verhalten? Wir alle haben mittlerweile Smartphones, wir lernen alle diese Dinger gut zu bedienen. Gebäudehülle, naja, da gibt es das Fenster, was man aufmachen kann, das haben wir gelernt. Dann gibt es irgendwelche Knöpfe, die irgendwas können und diese Adaption, die funktioniert noch nicht. Da ist durchaus ein Feld, mit dem wir uns beschäftigen können. Wir heißt die Facade Research Group, die an diesen beiden Schulen, an denen ich tätig bin, agiert. Und diese Kringel, das sind aktive Doktorarbeiten, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ist ja für Architekten eher untypisch, dass sie klassisch promovieren. Nur habe ich das gemacht und habe da sehr viel rausgezogen, auch für meine praktische Tätigkeit. Und deswegen interessiert mich das sehr, dieses Thema auch voranzubringen. Es sind eine ganze Menge, was spannend ist und wir merken, wie dadurch, dass wir so aktiv in dieser Richtung sind, dass auch sehr, sehr viele zu uns kommen und das auch wirklich wollen, auch mit dem eigenen Interesse zu uns kommen und diese Sachen vorantreiben. Und ich laufe im Galopp durch ein paar von diesen Themen durch. Das ist eine Arbeit, die gerade fertig wird. Der kümmert sich darum, für verschiedene Klimasituationen die verschiedenen Komponenten, die man brauchen kann, um eine Fassade vernünftig zu machen, klar zu machen und uns als Architekten ein Entscheidungstool zu geben. Wie viel Glas hätten Sie denn gern? Wie viel Glas ist denn richtig? Welche zusätzlichen Komponenten müssen da rein? Und das als ein Tool, was das darstellen kann. Dann kommen Anfragen aus konkreten Projekten. Das hier ist ein Projekt, was wir für Sololux in Nijverdal, Niederlanden gemacht haben, die dann sagen, okay, wir haben hier so ein Fassadensystem, wir haben eure Sichtweise, wie man das machen sollte, wie könnten wir das vernünftig zusammenbringen, wie können wir so eine Fassade vollständig öffentlich machen, was der im Produkt klassisch kann, wie können wir so eine Fassade anpassbar machen. Da bin ich schon sehr stolz, weil das ist eine vollständig adaptive Fassade, sprich, die kann vollständig geöffnet sein und vollständig geschlossen. Interessanterweise in den Niederlanden dürfen wir keine vollständig geöffneten Büroräume machen, weil wir die mechanische Lüftung brauchen, weil wir sicherstellen müssen, dass der richtige Luftumsatz immer da ist. Muss also an der Stelle der Bauherr akzeptieren, dass er sich nicht regelkonform verhält, indem er ein vollständiges Fenster offenbar macht. Interessanter Prozess. Auch interessant, um dann anschließend zu sehen, wie der Kunde mit dem Ding dann umgeht und auch lernen muss, dass, wenn Wind weht, man vielleicht Luft und Ledern zumachen muss. Tillmann Klein kümmert sich um Haustechnik-Integration in die Gebäudehülle, wird dann anschließend von Alcor und Somfy, die hier auch auf der Messe sind, gefragt, können wir denn an dieser Stelle diese Sachen irgendwie zusammenbringen? Können wir unser tragendes System und unser medienleitendes System, eigentlich zwei parallele Funktionen, integrieren und daraus ein offenes System machen, wo man das, was man in Haustechnik braucht, das, was man in Gebäudehülle braucht, dann noch reinbringen kann, um das zu lösen. Interessanter Zusammenschluss von zwei Treibern im Markt, die so ein Ding entwickeln wollen, versuchen für uns ein Fassadenprodukt zu erzeugen, was erstmal nicht sagt, wie es aussieht, sondern erstmal nur die prinzipielle Technologie klärt, ein Open System darstellt, um voranzugehen. Wir haben viel in diesem Bereich Alu-Glas gearbeitet, das ist auch mein Ursprung, da komme ich eigentlich her und irgendwann stellen wir fest, so, das kennen wir jetzt, was ist jetzt das Nächste? Und wenn man dann die Roadmap nimmt und diese Entwicklungen beschaut, dann merkt man eigentlich sofort, wir brauchen jetzt einen Link, um von diesem schlauen Fassadensystem zu einem schlauen Wandsystem zu kommen. Wir müssen den Backstein intelligent machen, wir müssen die Betonflächen intelligent machen und gibt es einen
Doktoranden aus Ägypten zu uns gekommen ist, der mit der Fragestellung auch aktiv war und der sich jetzt darum kümmert, naja, Gebäudehülle intelligent in den Beton hineinzubringen. Design School Essen ist bekannt. Wenn wir jetzt anfangen, nicht nur mit einer aktiven Wärmedämmung umzugehen, sondern auch tatsächlich das Atmen irgendwie in den Griff zu kriegen, tatsächlich das Konditionieren des Innenraums über die Gebäudehülle. Nein, ich habe die Technik noch nicht. Aber so eine Doktorarbeit muss ja auch ein Ziel haben. Das Ziel, das kann man durchaus auf so eine Art und Weise formulieren. Sanierung haben wir uns viel mit beschäftigt. Doktorarbeit, die abgeschlossen worden ist von Timo Ebert. Der hat einen Scan gemacht von, was gibt es eigentlich für Fassadensysteme? 60er, 70er, 80er, 90er, weil die sind auch schon bald fertig. Die sind unterschiedlichen Ländern. Das ist interessant. In den Niederlanden haben wir das, was wir in Deutschland zum Beispiel in den 80ern gemacht haben, eigentlich früher und später wieder. Die haben auch unterschiedliche Zyklen von den Mengen, die sie gebaut haben. Und das ist ein ziemlich großer Markt, sowohl für die Hersteller als auch für uns als Architekten, um zu erkennen, wo da die Fragestellungen sind. Daraus entwickeln sich dann manchmal solche Projekte. Das hier ist eins in Ludwigshafen, was wir sehr weit getrieben haben, wo dann die Haustechnik-Diskussion von der einen Doktorarbeit und die Sanierungsdiskussion von dieser Doktorarbeit zusammengehen. Und dann dieses Projekt tatsächlich bis zur Realisierung treiben. Nachdem wir uns das Thema Bürogebäude einverleibt hatten und da ein Gefühl hatten, wie sich das entwickelt, muss man das auch für den Wohnungsbau tun. Der ist ein bisschen anders aufgestellt, weniger kompliziert, größere Mengen, bisschen einfache Technik, viel kompliziertere, heterogenere Besitzerstruktur. Mit dieser Besitzerstruktur muss man umgehen. Was will ich denn außen? Was machen? Innen ist aber gerade frisch gestrichen, fass es nicht an. Daraus entstehen auch wieder Projekte. Dies hier ist ein Projekt in Bielefeld, was wir in dieser Art und Weise untersucht haben. Und dann kommen wir zu diesem Energiethema, komme ich gleich ein bisschen intensiver. Linda Hildebrand kümmert sich um das Thema Embodied Energy. Und da stellen wir fest, ja, DGNB, Deutschland, keine Frage. Gabi, auch ein Stuttgarter Produkt, als Datenbank für die Energiewerte von den Materialien. Was können wir für unsere Gebäudehülle daraus lesen? Jetzt geht es in den Freiformbereich, gibt es eine Doktorarbeit, die sich mit Freiform-Schalungssystemen für Beton beschäftigt. Kann man erstmal für Beton relativ einfach isolieren, um welches Thema es geht. Geht aber anschließend für alle anderen Materialien, die aus dem Liquiden in eine Konstruktion getrieben werden können, bis hin zu, wenn wir das dann können, wenn wir solche Freiform-Schalungssysteme können, also die Freiform-Figuren nicht triangulieren müssen, sondern wirklich als echte Schale konstruieren können, vielleicht sogar intelligent, dann müssen wir das anschließend möglichst leicht machen. Und das ist ein Doktorand, Thomas Henriksen, damit unterwegs, sich mit dem tatsächlichen Kraftverteilen in solchen Freiform-Schalungssystemen zu beschäftigen, bis hin zu der Richtung, dass man die Glasfaserbewehrung eigentlich sortieren muss, dass man sie eigentlich vorstricken muss, dass ein Pattern organisiert werden muss, um möglichst mit wenig Schalung, wenig Sicherheitsfaktor auch an der Stelle voranzugehen. Das ist das Potpourri. Und das zwei, die ich noch zeigen muss, 3D-Drucken, gehe ich auch noch ein bisschen intensiver darauf ein als Thema, aus dem sich dann anschließend auch wieder Projekte entwickeln. Alcoa Quania als Sponsor, ein Großteil unserer Doktorarbeiten wird durch die Industrie finanziert. Und die letzte, die sich mit Biomimikrie beschäftigt. Doktorandin hat die Aufgabe, das, was die Evolution in Millionen von Jahren tut, zu adaptieren, zu gucken, wie die Haut funktioniert und das dann tatsächlich umzubauen. Das ist schwer, weil sie nur 4 Jahre Zeit hat und natürlich dann dort auch gewünscht wird, dass sie unten links so eine atmende Fassade hinkriegt, die wirklich Luft einsaugt und nach innen abgeht als Oberfläche, die man dann über ein Piezo-Kabel steuern muss, so eine Art Riesengummi, den er vor sich hin atmet, um das in den Griff zu kriegen. Darum geht es eigentlich immer, dass die Projekte auch gebaut werden. Jetzt kommt der Werbeblock. European Facade Network, das ist das Umfeld, was wir um dieses Wissenschaftsthema entwickelt haben. Gibt es 5 Hochschulen, die in Europa in dieser Richtung unterwegs sind. Luzern, Detmold, Delft, das bin ich selbst, BAF und San Sebastian. Und an den einzelnen Hochschulen gibt es Fassaden-Master-Studiengängen. In Detmold mache ich das mit der Kollegin Uta Pottgießer zusammen. Da gibt es einen Studiengang, der sich als nicht konsekutiver Studiengang an Studenten richtet, die dieses Thema vertiefend wissen wollen, wie ich gestern erfahren habe, Saubrunnen hatten. Die haben sich jetzt einen Spezialisten zugelegt im Büro, der sich mit diesem Thema Gebäudehülle aus dem Büro heraus beschäftigt. Das beobachten wir auch, große Komplexität. Dafür braucht es eine Ausbildung. Das betrifft eigentlich auch das, was diese Messe darstellt. Das Gleiche wird in Delft veranstaltet. Dort ist Tilman Klein derjenige, der im Wesentlichen verantwortlich zeichnet.
Als nächstes brauchen wir einen wissenschaftlichen Austausch. Das funktioniert über klassischerweise Symposien. Gibt es zwei Symposiumsserien, die wir nun in diesem European Facade Network betreiben. Eine im Frühjahr in Delft und in Barth, eine im Herbst in Luzern und in Detmold. Daten sind oben zu sehen. Und dann muss man natürlich das Ganze auch noch Scientific Output. Sie merken, an dieser Stelle bin ich sehr scientific unterwegs. Da gibt es dann Peer-Reviewed Journal Papers. Kommissionen, die sich das anschauen, feststellen, ob das ein sinnvoller Text ist, die das begutachten, Diskussionen, wissenschaftliche Diskussionen, um voranzutreiben. Das müssen wir tun. Das muss ich auch tun an dieser Stelle, um diese wissenschaftliche Diskussion auch ernsthaft zu führen. Parallel müssen wir natürlich den edukativen Teil bedienen. Das sind unsere Bücher, die wir mit Birkhäuser anlegen. Aber das, was uns eigentlich interessiert und weswegen auch Sie wieder hier sind, ist das, was spannend ist, das, was wir als Architekten eigentlich vorantreiben wollen. Und auch dazu haben wir uns eine Strategie überlegt, wie wir mit unserem Gedankengut, mit dem wissenschaftlichen Arbeiten umgehen, um daraus dann anschließend Projekte zu machen, um daraus dann konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für Sie auch zu entwickeln. Und man nennt das heuristische Arbeitsweise. Das heißt, ich mache jetzt eine Idee für in 50 Jahren und dann arbeite ich 20, 10, 5, 5, 5 Jahre zurück, um zu gucken, was ich jetzt entwickeln muss, damit ich in 50 Jahren das Ziel erreiche. Und auf diese Art und Weise definieren wir eigentlich Zukunften. Ist nicht so klar, welches wird, aber es ist durchaus eine interessante Herangehensweise. Und wir stellen fest, dass das, oder ich stelle es für mich fest, dass das immer wieder funktioniert und auch sehr lange funktioniert. Im Glas habe ich das sehr lange betrieben und jetzt in der Gebäudehülle merke ich das auch. Wenn dann irgendein Unternehmer vor mir steht und sagt, da ist so ein blödes englisches Buch, da steht Cast Glass in, Ort Glas, und da werde ich jetzt von Architekten gefragt, kann ich das? Ich weiß natürlich nicht, wie das geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich jemand ausdenken könnte, ein Schalungssystem für Glaskonstruktionen zu machen, was mit 1000 Grad Temperatur umgehen kann, dass wir dann Glasformen schalen können. Muss man ja als Impuls installieren. Wissenschaftlich gesprochen ist das Push and Pull als Strategie. Push die Industrie, die uns nach vorne treibt, Pull der Architekt, der zieht. Und wir entwickeln eigentlich Themen, von denen wir hoffen, dass Sie die interessant finden und die vorantreiben. Und das sind dann solche Ideen, Liquid Facade, eine pneumatische Fassade, die im Wesentlichen als Medium Wasser verwendet, dadurch schwer ist, die man dann zum Beispiel durch geschicktes Herpumpen von Luft dämmen könnte, die auf eine gewisse Art und Weise dann Licht leiten könnte als Thema, was dann von Studenten irgendwann umgesetzt wird, Jürgen Heinzel, der daraus eine Lösung macht, das sind jetzt ganz klassische Strandbälle, die er durch eine bestimmte geschickte Technik in ihrem Druck steuern kann, das Ganze in eine Folie einpackt und durch das Steuern des Drucks die Folie anfangen kann zu bewegen. Ist natürlich im Mockup-Bereich, ist natürlich noch nicht perfekt, aber wir müssen dann schon in manchen Bereichen beweisen, dass wir es können. Das ist eine Kooperation mit einem nordamerikanischen Kollegen, der war mit Pappkonstruktionen unterwegs. Wir haben die in Folie eingepackt, evakuiert, durchkriegen einen großen Dämmwert. Viel akustische Performance, weniger gute dämmende Performance, wie wir gedacht haben. Und als nächstes muss man versuchen, da auch noch weitere Themen reinzubringen, zum Beispiel den Sonnenschutz. Und die Sorte Sonnenschutz, die haben Sie auf der Messe noch nicht gesehen. Das ist natürlich dann noch nicht so richtig fertig. Heating Panels, Beton, sehr leicht als Faserbeton, sehr schlanke Konstruktionen. Und dann in dieses System kleine Kapillarröhrchen, unten rechts im Bild, diese kleinen blauen Röhrchen, Kapillarröhrchen, durch die das Wasser durchläuft, auf die Art und Weise Energie generieren kann von außen. Die muss man speichern, das ist noch ein Problem. Und dann auf die gleiche Art und Weise als Heizung wieder nach innen geben könnte. Das Ganze dann in etwas größeren Konstruktionen, die Jackbox, die wir gebaut haben mit Studenten. Das sieht dann so aus, Freiform, erzeugt durch eine Polystyrol-Schaum-Geometrie, geschicktes Schneiden, was dann die Form erzeugt. Dann sehen Sie, wie der Beton aufgebracht wird im hinteren Bereich. Die hintere sehen Sie auch die Kapillarröhrchen, die auf der Matte auf sind, die dann die Heizung wieder darstellen können. Dann wird es gebaut und dann steht es halt als Objekt da. So meinten wir es treiben mit unseren Studentenprojekten. Noch so ein Thema, Greenbox, Studentenwettbewerb in Delft. Die Studentenvertretung baut sich alle 5 Jahre eine Ausstellungskiste. Diese Ausstellungskiste ist aus Kerto an dieser Stelle hergestellt worden. Wir sehen, das sind schon große Bauteile, die dann da gehandelt werden. Und typisch niederländisch muss das Ganze natürlich voll vergrünt werden. Und da steht es dann. Und wie viele von Ihnen wissen, ist Delft abgebrannt. Und ein halbes Jahr später dann auch die Jackbox. Was, naja, dann dazu gehört. 2 Themen will ich etwas mehr fokussieren. Das eine ist das Thema Embodied Energy. Weil es mich
sehr treibt und weil ich das Gefühl habe, das ist ein Thema, mit dem wir die nächsten Jahre sehr, sehr viel zu tun haben werden. Und dieser Graph einmal kurz erklärt, oben die Embodied Energy, unten die Operational Energy, also die Energie, die wir brauchen, um das Gebäude über 20, 30 Jahre zu betreiben, und oben die Embodied Energy im Verhältnis zu den Jahren, die das Gebäude steht. Das heißt, am Anfang im ersten Jahr die gesamte Energie, danach durch 2, durch 3, durch 5, durch 10, durch 20, durch 30. Was natürlich den Anteil der Energie im Verhältnis zum Gebäude reduziert. Die Diskussion, die wird uns im Wesentlichen treiben. Und das ist für unsere Planung ein spannender Punkt. Und wenn wir das dann im Verhältnis für 2000 Jahre sehen, dann ist die Energie, die ich brauche, um das Haus zu bauen, eigentlich unrelevant im Vergleich zu der Energie, die ich brauche, um das Haus zu betreiben. Wenn ich das für 6 Wochen wie eine Messe sehe, dann ist die Menge der Energie, die ich brauche, um das zu bauen, wesentlich im Vergleich zu der Menge, die ich brauche, um es zu betreiben. Will sagen, eigentlich müssen wir, wenn wir Messe bauen, sehr leichte Häuser bauen, Häuser, die vielleicht mehr Energie verbrauchen, aber weniger für die Produktion des Materials. Und aus der Diskussion können wir feststellen, leichte und schwere Konstruktionen im Verhältnis. Und aus der Diskussion können wir auch feststellen, wie wir mit unterschiedlichen Materialien im Gebäudehülle-Thema umgehen. Holz ist immer gut, weil ich eine thermische Nachverwertung machen kann. Aluminium ist immer böse, weil es so viel Energie braucht. Wenn wir unser Aluminium aber so verwenden würden, dass wir es wirklich ordentlich recyceln, in Gabi, in der deutschen Berechnungsvariante, gehen wir von einem Recyclingpotenzial aus. Wenn wir Aluminium so verwenden würden, dass wir es wirklich gut recyceln, dann könnten wir ziemlich viel, 95% der Energie sparen. Tun wir noch nicht, ist aber ein großes Potenzial. Das heißt, eigentlich müssen wir nicht über den tatsächlichen Energieverbrauch des Materials nachdenken, sondern über die Recyclingszyklen, End of Life, die die Materialien tatsächlich haben. Unsere Diskussion, wie Häuser entstehen und wie sie verändert werden, wird sich vollständig verschieben. Und das ist wirklich ein interessanter Aspekt in der Konsequenz, dass wir vielleicht Gebäudehülle nicht mehr in dem ein oder anderen Material denken müssen, sondern über Gewicht definieren müssen, leichte Konstruktion, eine Folienkonstruktion vielleicht definieren müssen. Reuse wird ein spannendes Thema. Ein Haus hat dann nicht nur einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch einen energiewirtschaftlichen Wert. Eine Skelettstruktur steht da schon. Und wenn die schon da steht, dann müssen wir sie nicht neu bauen. Dann können wir eigentlich die Energie, die wir nicht verwenden, um etwas Neues zu bauen, rechnen, um zu schauen, wie effizient wir dieses Gebäude machen können. Frage der Zyklen, die man an dieser Stelle anfängt zu diskutieren. Und natürlich müssen wir es auch extrem denken. Wenn wir einen thermischen Reuse denken, wenn wir so ein Haus bauen, was vielleicht verbrannt werden kann, können wir natürlich darüber nachdenken, wie das Gesamtverhältnis dieses Energiepaketes Verbrauchsenergie, Embodied Energy und dann den Reuse miteinander gedacht werden kann. Das, was zum Verführen immer da ist, sind diese Skizzen, die dann damit anfangen umzugehen. Baunetz ist jetzt total digital, das Bücherthema ist ein bisschen eins, mit dem wir uns schwer tun. Das ist der Tresen der Bibliothek in Delft, der aus alten Büchern hergestellt worden ist. Naja, das ist eine Variante. Oder gehen wir wirklich diesen IM Energy-Gedanken, wenn wir Materialien, die eigentlich als Brennstoff, eigentlich als Energieträger gedacht sind, zwischenzeitlich mal Jahre nutzen, um daraus ein Gebäude zu machen, ist eine extreme Diskussion, gar keine Frage. Dann kann das durchaus ein spannendes Thema sein. Zweiter Aspekt, und der wird jetzt eher Hightech-mäßig, Rapid Prototyping oder additive Herstellungsverfahren, hört sich jetzt total nach Voodoo an. Wenn wir uns so eine Konstruktion anschauen, eine Freiform-Geometrie, Aluminiumfassade, Shifterschnitt, der Durchmesser der Säge definiert, welche Firma diesen Schnitt überhaupt noch herstellen kann. Und Ihnen ist auch klar, das kriegt man nicht mehr sauber dicht, das muss mit Silikon abgedichtet werden, ganzen Warranty-Fragen und all die ganze Diskussion. Wir denken immer eine Konstruktion, das ist mein Job als Bauko-Professor. Schichten, Schichten, Schichten. Kriege ich meine Finger noch rein? Wie kriege ich die Einzelteile installiert? Wie kriege ich die Sachen zueinander positioniert? Wie kriege ich das zusammengeschraubt? Aus dieser Fragestellung heraus kommt irgendwann so eine Skizze, wieder so ein Imagine-Bildchen. Können wir nicht einen Knoten denken, der so eine freiere Form definieren kann, wo wir dann sauber mit rechtwinkligen Schnitten, die wir kontrollieren können, die wir besser dicht kriegen, umgehen können? Und aus der Diskussion, naja, dann gucken wir mal, was Rapid Prototyping kann. Sie kennen das aus dem Modellbau, da haben Sie damit bereits zu tun. Gibt es den Maya-File, der wird dann anschließend umgesetzt in einen wasserdichten File, SDL, der dann dafür sorgen muss, dass das Bauteil tatsächlich gedruckt werden kann. Und wenn wir das in anderen Bereichen schauen, dann sehen wir, dass es im Design, insbesondere in den Niederlanden, schon in Belgien, viel in dieser Richtung gibt. Oben rechts dieser Turnschuh, das ist Mr. 3D Printing aus Sheffield in England, der hat seinen Fuß gescannt und anschließend für seinen Fuß einen Turnschuh, zumindest die Unterfläche,
gedruckt und sie auch dann tatsächlich kaputt gespielt. Unten links, das ist ein Scan vom Zahn von mir, der dann anschließend auf die. Wir haben es in anderen Industrien schon als Technologie. Und eigentlich müssen wir klassischerweise nur Technologietransfer machen. Wir kennen das aus den Kunststoffen. Wir sind aber mit dem Bauen beschäftigt, da gibt es immer Kunststoffe, heieiei, wie lange hält das, Brandschutz, all diese Dramen. Als wir angefangen haben mit dem Thema, waren wir noch in diese Richtung unterwegs und irgendwann auf dem Weg entwickelt sich dann, naja, es sind auch andere mit unterwegs, dieses additive Herstellen, was ja im Prinzip so eine Art Punktschweißen im Mikromillimeterbereich ist, auch für andere Technologien zu übersetzen. Und irgendwann, plopp, gibt es die Maschine, das ein Aluminium oder ein Stahl kann, Edelstahl. Und dann wird es interessant. Und das sehen wir hier bei diesem Bildchen unten, so ein Tank, der durch diese Wabenstruktur auf der Innenseite in der Lage ist, Drücke unterschiedlicher Ladungs-, unterschiedlicher Füllstationen besser aufzunehmen. Wenn man das in so kleinen Komponenten kann, dann muss man das eigentlich übertragen. Das ist ein klassisches Business wie die Renderfarms, die Sie kennen für Ihre Bilder, die Sie in den Wettbewerben produzieren, gibt es solche Sinterfarms. Da steht dann, so eine Maschine kostet 1 Million und produziert fleißig solche Bauteile vor sich hin. Wenn wir das denken, dann können wir natürlich über solche Knoten nachdenken, die das dreidimensional können. Wenn wir das in Stahl können, dann können wir auch solche Knoten, die klassischen Frogfinger, jetzt angepasster diskutieren. Dann müssen die nicht mehr via Milling hergestellt werden. Dann können die über ein additives Verfahren, angepasst auf das, was wir tatsächlich brauchen, hergestellt werden. Dann können wir über Freiformfiguren nachdenken, die einem Kraftfluss tatsächlich folgen, wie wir so eine Konstruktion herstellen können. Die Denkweisen Richtung adaptiver Gebäudehüllen, die sich unterschiedlich verändern können. Gebäudehüllen, die vielleicht Öffnungen, sogar kleine Units haben, die anfangen, die Konditionierung des Innenraums herzustellen. Dann muss der nächste Punkt natürlich gehen, dass wir dann nicht mehr mit mobilen Produktionssituationen umgehen, sondern mit mobilen Produktionssituationen. Und dann wie die Maßen eine Reihenhäuser in Rotterdam auf die Art und Weise herstellen. Und das ist mein Lieblings. Nee, kommt der nächste. Der nächste Schritt wäre, wenn wir Sanierung betrachten, den 3D-Scan, den kennen wir schon. Da muss eigentlich das nächste sein: 3D-Scan, daraus das Erstellen des Bauteils, was ersetzt werden muss, und dann das Einsetzen des Bauteils als nächstes. Und dieser hier, jetzt dreht er total ab: der Shred Wrapper, die Unit, die zu einer desaströsen Situation kommt, dort alles frisst, daraus neue Häuser baut und die vor sich hinsetzt. Und an der Stelle stellen Sie jetzt fest, jetzt ist der Professor ein bisschen verrückt geworden und da muss ich Sie natürlich auch wieder zurückholen. Ich habe eine Menge von solchen Projekten gebaut, hier in Stuttgart eine ganze Menge. Ludwigs haben wir gerade gesehen, Nijverdal haben wir gesehen. In Holland ist eine Fassade gemeinsam mit Mick Eckhout, die ein Seilnetz, ein vorgespanntes Seilnetz darstellt, die Bewegungen aufnehmen kann. Und wir können diese Kante vorne sehen, das ist genau die Figur, die Bewegung, die diese Seilnetzfassade aufnehmen kann. Ich habe dieses hier beraten in Aachen, IP-Architekten, die hinter dem Super-C von Eva Pape sitzt da vorne, altes Blockheizkraftwerk umgebaut haben in ein Laborgebäude. Das heißt, mir ist durchaus klar, dass wir in einem Bereich unterwegs sind, wo wir, wenn wir das echte Bauen machen, mit Garantien Finger abhacken für 5 Jahre, wenn es wasserdicht, nicht wasserdicht ist, ausschreiben, wasserdicht machen, Preiskontrolle durch den Bauherrn, die ganze Prozesskette ist mir völlig klar, bin ich sehr klar drüber. Nichtsdestotrotz, wenn ich da Angst vor habe und nicht eine Entwicklung vorantreibe, dann passiert auch nichts und dann lädt er mich hier auch nicht ein, um sowas vorzustellen. Function-oriented versus Construction-oriented, also nicht das Konstruieren, wie kriege ich die Sachen aneinander sortiert, zusammengebaut, zusammengeschraubt und kann anschließend auch die nächsten Jahre dran, sondern was muss denn das Bauteil wirklich können? Und wenn ich weiß, was das Bauteil können muss, so ein Detail, dann muss ich das additiv herstellen. Und das ist wirklich spannend. Und dann haben wir erstmal angefangen mit so einem rotierenden Bauteil, was einen kleinen Motor haben könnte. Und dann haben wir irgendwann Alcoa überzeugen können, dass das für die interessant ist. Sind erst mit den Kunststoffgeschichten auf den Weg gegangen. Irgendwann geht das mit dem Aluminium und dem Stahl. Erst so eine Art Aluminium-Kunststoff-Mischung. Anschließend eine echte Aluminium-Konstruktion. Da sehen wir die ersten Aluminium-Kunststoff-Mischungen. Die sind natürlich von der Performance nicht so wie eine echte Alu-Konstruktion. Aber in einem nächsten, und das ist deren Produkt, was sie jetzt gerade in den Markt bringen, gibt es diesen Nematox, einen aus Aluminium in der gleichen Qualität hergestellt wie die ganz normalen Aluminiumprofile, frei vom Knoten, der eben die Schifterschnitte vermeidet, um das in den Griff zu kriegen. Das ist meine Funktion an dieser Stelle. Diese Idee entwickeln, 50 Jahre voraus, 10, 20, zick, 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 zurück. Und dann, was ist nötig, um da hinzukommen? Und das ist immer ein Experiment. Da weiß man nie, ob es wirklich genau ausgeht.
aber es ist durchaus spannend, um das zu erleben. Vor 4 Jahren habe ich diese Aluminiumgeschichte gezeigt, da wusste ich noch nicht, ob das geht, jetzt geht es. Jetzt zeige ich, dass wir das nächste Thema angehen, das ist Glas. Alles, was man drucken kann, muss sein, was man schweißen kann. Wenn man Glas schweißen kann, kann man es auch drucken, gibt es noch nicht. Aber ich weiß, wer es erfinden kann. Und auf die Art und Weise muss man natürlich jetzt hier so einen Pull in so einem Markt entwickeln. Ich bin durch. Ich hoffe, in der Zeit.